mal her, Hannemann. Ich danke Ihnen für die Chance, Frau Engel. Also ich sehe das als gutes Omen, dass Sie im richtigen Moment zur Stelle waren, um Michael zu helfen. Ich glaube auch an schicksalshafte Begegnungen. Hinter allem, was passiert, gibt es einen größeren Plan. Oh, Herr Hannemann, Ihr Vater wird heute im Restaurant auf Probe arbeiten. Ich habe ein gutes Gefühl. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient und Erfahrungen als Kellner sind auch vorhanden. Also. Hallo, Nils. Hallo. Ja, Sie haben sich bestimmt wahnsinnig viel zu erzählen. Also. Ja, das könnte schon sein. Ja, wussten Sie übrigens, dass Ihr Vater Michael an den Fürstenhof zurückgebracht hat? Ich habe schon gehört, dass du der große Retter bist. Ja, so fügt sich alles. Ne? Als gäbe es einen größeren Plan. Bitte zeigen Sie dem Vater doch die Wäschekammer und geben Sie ihm ein Hemd und eine Kellnerweste. Das ist nicht meine Aufgabe. Was sind Sie denn so widerborstig? Ihr Vater gibt sich die größte Mühe, hier Fuß zu fassen. Das war eine Anweisung. Natürlich. Also am Ende des Tages ist es anstrengender, einen Geburtstag nicht zu feiern, als ihn zu feiern. Und sie gibt dir einen Ruck. Ja, du hast ja recht. So langsam wird es wirklich mühsam, den Leuten zu erklären, warum ich keine Lust habe, meinen Geburtstag zu feiern. Vor allen Dingen dir. Spontane Partys sind immer noch die besten Partys. Also gut. Sehr schön. Ich sorge für die Canapés. Als erstes fangen wir an mit einem Hors d'oeuvre à la Lena. Dazu, hi. 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 Das machen die Beißerchen. Frag dein Töchterchen noch selbst. Hallo, mein Mäuschen. Kannst du jetzt schon so richtig zu... Mit den richtigen Gästen kann man wohl doch Geburtstag feiern. Das hast du jetzt gesagt. Du und Markus, ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Danke, ich sag Markus Bescheid. Gut. Ja, ich habe meine ganze Überredungskunst einsetzen müssen für diese Feier. Ja, so 100% überzeugt bin ich auch noch nicht. Wir sollten da noch mal drüber sprechen. Ja, das sollten wir. Das kann man am besten auf einem Spaziergang. Hm? Okay. Also, bis später, mein Schatz. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und? Wie fühlt es sich an, der Held vom Fürstenhof zu sein? Ich habe den Doktor nur aufgefangen, als er zusammengebrochen ist. Und ihn dann ins Hotel zurückgebracht. Gehört Bescheidenheit auch zu deinem neuen, geläuterten Ich? Was mich viel mehr interessiert, ist dieses Wunder. Der Mann überlebt bei Minustemperaturen eine Nacht im Freien und findet plötzlich sein Augenlicht zurück. Niederbühl hatte einfach mehr Glück als Verstand. Er hätte tot sein können. Vielleicht muss man ja ganz unten ankommen. So tief sinken, dass es nicht mehr tiefer geht. Damit es endlich wieder aufwärts gehen kann. Oh, du glaubst, für dich geht's bergauf hier am Fürstenhof, ja? Mit einer Art gaunernden Leerstelle. Nur, dass das klar ist. Ich bin dagegen, dass du hier anfängst. Das ist ganz allein Tanjas Wald. Ich habe nicht erwartet, dass du mich mit offenen Armen empfängst. Nachdem ich in meinem Leben fast alles falsch gemacht habe. Erzähl doch mal was Neues. Ich habe meine Schuld eingestanden. Ich bereue. Du kannst alle täuschen, aber nicht mich. Ich hab meine Lektion. Nein, Vater! Bei mir zieht das nicht. Lass es dir schmecken. Mm. Herrlich. Hühnersuppe. Also, wer hätte gedacht, dass aus uns beiden noch ein perfektes WG gespannt wird? Ich wollte immer einen Leibarzt. Mm. Und ich einen Leibkoch. Mm. Ah, Frau Engel. Herr Knopke, ich habe Michael eine heiße Zitrone gemacht und eine Kürbissuppe mit Kokosmilch und ganz viel Ingwer geholt. Das wärmt gut durch. Das klingt sehr gesund. Hallo, Michael. Oh, wie ich sehe, komme ich zu spät. Ja, das kann man so sagen. Kein Problem, ich räume die Suppe wieder ab. Ich muss sowieso in die Küche. André, bleib doch. Mir ist jetzt mehr nach Hühnersuppe. Aber die Suppe von Frau Engel riecht sehr köstlich. Ja, aber ich habe deine schon gekostet und sie ist nicht zu toppen. Und genau das, was ich jetzt brauche. Das war nur nett gemeint. Kein Beinbruch. Ich bin schon wieder weg.
Aber wir sind doch alle flexibel. Ich will mich nicht aufdrängen. Guten Appetit. Also nochmal, du bist schuld daran, dass meine Mutter erschossen wurde. Du bist schuld daran, dass Katja auf die schiefe Bahn geraten ist. Und du bist schuld daran, dass sie jetzt auf der Flucht vor der Polizei ist. Nils, ich bereue, was ich euch allen angetan habe. Sag mir, was ich tun soll, dass du mir verzeihst. Selbst die Justiz kennt Gnade. Die wissen auch nicht, dass jedes Wort von dir gelogen ist. Und ganz speziell deine Reue. Ich weiß nicht, was du hier im Schilde führst, aber ich beobachte dich. Ich will nur einen Neuanfang, wenn du es zulässt. Selbst wenn du das wolltest, das könntest du nicht. Seit ich denken kann, schäme ich mich für dich und für deine erbärmliche Schwäche. Bist du jetzt fertig mit deinen Vorwürfen, ja? Dann möchte ich nämlich ins Restaurant gehen und die Chance wahrnehmen, die andere mir geben. Du gehst nirgendwo hin, weil du hier am Fürstenhof nichts verloren hast. Schade, dass du nicht verzeihen kannst. Das konntest du noch nie. Dafür bist du einfach zu schwach. Für mich gekocht? Jakob, ich habe gerade ganz miese Stimmung, also nimm dich in Acht, ja. Kann ich dich vielleicht mit einer kleinen Überraschung besänftigen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Da-da-da. Kannst du zaubern? Für die Königin meines Herzens. Jakob. Eigentlich müsste ich mich ja bei dir entschuldigen, weil ich dich gestern so abstehen lassen. Aber warst du dir Sorge um Michael? Michael, klar. Aber deine Angst um ihn, die war ja auch mehr als berechtigt. Wie geht's dem Doktor? Ist er wieder aufgetaut? Hat wohl keinen Appetit, oder? Michael hat ihm nach dem Freien ganz gut überstanden. Keine Erkältung, nichts. Das sind wohl die Glückshormone, weil er wieder ein wenig sehen kann. Das ganze Hotel spricht von einem Wunder. Es muss ihn sicher ziemlich aufbauen, dich wieder sehen zu können. Wie geht's denn weiter mit euch? Gar nicht. Michael kommt gut ohne mich klar. Und naja, dass er jetzt wieder ein wenig sehen kann, das nimmt mir irgendwie den letzten Druck. Ich muss nicht bei ihm bleiben. Und du bist sicher, dass es aus Mitleid war und nicht aus Liebe? Es war schlechtes Gewissen, sonst nichts. Ach, Jakob, ich hab's dir nicht gerade einfach gemacht, hm? Aber du kannst ja nichts dafür, dass ich mir über die Gefühle für dich so sicher war, hm? Aber ich war auch frei, als ich mich in dich verliebt habe. Frei? Ja, das bin ich jetzt auch. Halt mal. Mit Michael ist endgültig Schluss. Sag, steht eigentlich die Verabredung noch für einen Kaffee? Es könnte auch im Rhein sein.